Hey zusammen, ich bin der Robin, ich bin Social Media Manager bei Neoviso und manage auch die ganzen Kanäle von VSA. Darum bin ich heute auch hier. Auf Social Media ist es enorm wichtig, dass Beiträge authentisch sind. Und solche Einblicke in die Praxis zeigen echte Menschen und auch, wie sie den Beruf tagtäglich umsetzen. Das verleiht der ganzen Kampagne wirklich Authentizität und ja, macht das Ganze ein bisschen glaubwürdiger. Praxisbezogene Beiträge ermöglichen der Zielgruppe, einen genaueren Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen. Und es hilft potenziellen Interessenten, mehr einschätzen können, ob der Beruf etwas für sie ist oder nicht. Natürlich ist es auch wichtig, dass man die attraktiven Berufsvideos auf diesen Social Media Plattformen aufladen. Aber so ein gutes Mittelmaß aus diesen Videos und den praxisbezogenen Inhalt macht es eben aus und hilft einfach uns, den ganzen Kanal weiterzubringen und mehr Leute zu erreichen. So ein Beitrag ist auf jeden Fall gewinnbringend, sowohl für VSA wie aber auch für das Unternehmen. Und zwar war das noch nie so einfach wie heutzutage. Man hat verschiedene Möglichkeiten auf diesen Plattformen. Zum Beispiel kann man auf Instagram einen Co-Autor-Post machen. Was bedeutet, dass ein Beitrag automatisch auf zwei verschiedene Profile gepostet wird, was zu mehr Reichweite führt. Oder auf LinkedIn, wo man ganz einfach einen Post kann reposten und auf der eigenen LinkedIn-Plattform, den eigenen LinkedIn-Kanal somit auch veröffentlicht. Klar, daher und zum einen unterstützt somit die Unternehmen die Kampagne von der VSA, aber VSA, die tun natürlich auch den Unternehmen einen Platz bieten, sich selber als attraktiver Arbeitgeber auf diesen Plattformen zu positionieren und somit auch noch mehr Reichweite zu erhalten. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte, dass man auch einen guten Beitrag für Social Media produzieren kann. Und zwar muss man zuerst sich mal fragen, was ist das Ziel von diesem Beitrag? Was will ich mit diesem Beitrag aussagen? Wenn man das hat, muss man sich überlegen, ja und wie erzähle ich das jetzt? Was ist die Story dahinter? Es ist wichtig, dass man auf Social Media Storytelling betreibt, also wirklich eine Geschichte erzählt bei diesen Beiträgen. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass man hier auch ein bisschen auf Qualität schaut. Klar, es reicht einfach mit dem Handy ein Bild und ein Video zu machen. Trotzdem sollte man hier schauen, dass die Qualität einigermaßen stimmt. Klar, Planung und die Überlegung von diesem Inhalt braucht vielleicht im Vorhinein ein bisschen Zeit, aber noch die Produktion selber muss nicht zwingend aufwendig sein. Es gibt auch jene Tools, die auch unterstützen bei diesen Sachen. Wir haben zum einen ein Grafiktool, das Canva heisst, wo man ganz einfach Grafiken kann erstellen kann, die Bilder ein bisschen aufpimpen. Und dann natürlich auch, wenn man Videos macht, gibt es da jenste Programme, die das Editing, also das Schneiden des Videos unterstützt. Zum Beispiel haben wir hier CapCut, wo ganz einfach in der Handhabung ist, wo man einfach schnell das Video zusammenschneiden kann und nachher auch auf den Plattformen veröffentlichen kann. Natürlich gibt es auf Social Media so ein bisschen die üblichen Gesetze, die man muss beachten muss. Also wir reden hier von Datenschutz und Urheberrecht, die man beachten sollte. Dabei sollte man halt vor allem schauen, wenn man Leute filmt, dass man nur die filmt, die gefilmt werden wollen. Das heisst, dass man am Anfang an fragt, wer gefilmt werden will und dass dann auch nur die Leute in den Videos zu sehen sind. Und dann noch das Thema Urheberrecht, also dass man hier sicher nicht Musik oder Bildmaterial verwendet in den Videos, wo einem nicht gehört. Darum hier mein Appell, schauen, dass er lizenzfreie Musik verwendet. Es gibt hier jüngste Plattformen für das, wo man lizenzfreie Musik herunterladen kann. Und das dann so benutzen. Sonst gibt es nicht grosse Hürden. Einfach mal ausprobieren und machen und ein bisschen Fun haben. Das war es. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und ich freue mich auf sehr viele coole, praxisbezogene Inhalte von euch, die ich nachher auf diesem Kanal von VSA veröffentlichen darf. Bei Fragen dürft ihr natürlich immer wieder auf mich zukommen.